Hallo und herzlich willkommen auf der Bank, auf der grünen Wiese. Ich dachte mir, ich mache mal ein kleines bisschen und ich versuche mich auch mal halbwegs kurz zu fassen, dass das einigermaßen kompakt bleibt. Was Lustiges zum Mitspielen, also wer da gerne eine Meinung zu hat und die gerne mitteilen möchte, darf das sehr gerne tun. Nämlich, ich bin darauf gekommen von den Amis, die mal wieder ganz viele Top-10-Listen machen oder gemacht haben. Das sind teilweise durchaus alte Videos, wo es darum geht, was sind denn so die wichtigsten Survival-Fähigkeiten. Survival Skills, ne, auf Englisch, und habe mir gedacht, boah, da könnte ich mich doch mal beteiligen, und ich habe mir einfach mal eine Liste zusammengebaut, Top 10 Survival Fähigkeiten für realistische Alltagssituationen in Deutschland. Ja, also wir führen ein normales, halbwegs durchschnittliches Leben in einem Land wie Deutschland. Welche Fähigkeiten aus dem großen Topf der Survival Skills in Anführungszeichen sind denn jetzt besonders wichtig? Wäre was, was man da vielleicht am ehesten, sofern man es nicht sowieso schon kann, noch erlernen möchte, um dann eben die Überlebenssituationen im deutschen Alltag, die da vorkommen können, also sprich Unfälle verlaufen, Auto kaputt, Bus weggefahren, Flutkatastrophe. Auch sowas kann ja durchaus eine Rolle spielen, ja, was einem da so passieren kann, was sind da so die wichtigsten Fähigkeiten eben aus dem großen Survival-Topf, die man so haben kann. Ja, das habe ich mir einfach mal überlegt und habe mir eine Liste aufgestellt und habe die auch gerankt, also gewertet. Von eben 10 nicht ganz so wichtig bis 1 super, super wichtig, extrem hilfreich beim Überleben. Und vieles ist nicht drin, weil es halt dann erst auf Platz 11 bis was auch immer gekommen wäre für normale Existenzbewältigung in Deutschland. Ja, also das ist wichtig. Wir reden hier von realistischen, kleinen Survival-Szenarien. Nicht so sehr gestrandet auf einsamer Insel, nicht abgestürzt im Dschungel, nicht Zombie-Apokalypse, nicht falscher Bundeskanzler, / Bundeskanzlerin kommt an die Macht. Nein, wir werden hier jetzt nicht politisch. Ich wollte nur den kleinen Witz mal kurz machen. Ja, sowas in der Richtung alles nicht, sondern wirklich realistische Situationen, die tatsächlich recht schnell mal passieren können. Also nochmal, verlaufen, Unfall, Auto liegen geblieben, Flutkatastrophe, Stromausfall, Verletzung bei Wanderung im Gebirge, sowas. Na? So, gut. Ich hoffe, es ist klar, was gemeint ist, und dann würde ich einfach auch schon mal mit der Liste starten. Ich habe jetzt mal explizit irgendwelche großartigen Stadtfähigkeiten, dass man zum Beispiel in der Stadt Schlösser knacken muss oder sowas. Urban Survival Skills kann man ja auch bei den Amis sehr viel finden und so in die Richtung irgendwie, wie keine Ahnung, sollte man immer einen Dietrich dabei haben. Weiß was ich, so in die Richtung geht das irgendwie. Das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Wir gehen also davon aus, dass nicht vollständig die Zivilisation zusammengebrochen ist und wir jetzt alle illegal irgendwie sonst was treiben dürfen, sondern wir uns auch nach wie vor irgendwie zumindest, außer es herrscht jetzt eine ganz große Notsituation, an die meisten herrschenden Gesetze halten sollten und auch wollen. Ne? So. Und jetzt habe ich also auf Platz 10, was man schon sehr stark diskutieren kann, ob das nicht nach weiter vorne gehört für so eine Alltagssituation. Das hängt auch sicherlich so ein bisschen von der jeweiligen individuellen Lebenseinstellung ab, aber ganz schaden kann es auf keinen Fall Selbstverteidigung. Also sprich die Fähigkeit, jemanden, der einen physisch angreift, auf die Nase zu hauen, um es mal ganz lapidar zu sagen. Es müssen übrigens in dieser Liste nicht unbedingt alles Fähigkeiten sein, die ich selbst beherrsche. Und schon gar nicht Sachen, die ich perfekt beherrsche. Da ist, glaube ich, nichts dabei, was ich so gut kann. Vielleicht eins. Dass ich sagen würde, da muss ich nichts mehr dazu lernen. Ja, wirklich vielleicht eine Sache, aber auch nur die. Gut, Selbstverteidigung ist nicht die eine Sache, die ich so gut kann, dass es da nichts mehr zu lernen gibt. Ich finde schon wichtig, dass man ein bisschen in der Lage ist, sich physisch gegen physische Angriffe verteidigen zu können.
Wie sehr man das jeweils können muss, da kann man sich jetzt kloppen. Reicht's, wenn man mal einen Grundkurs gemacht hat, Selbstverteidigungskurs meinetwegen, 8 Wochen intensiv und dann weißt du, was zu tun ist, wenn dir einer doof kommt. Möglicherweise kann man sagen, das langt schon. Das ist so die Grundvoraussetzung. Vielleicht reicht es auch schon, wenn du einfach 2,20 Meter groß bist und 3 Meter breit. Und das wird lustig aussehen. Und einfach die entsprechende Physis hast. Vielleicht gehst du davon aus, wenn du die entsprechende Physis hast, dass du keine letztendlich Kampftechniken beherrschen musst, weil du hast ja die entsprechende Physis und kannst Leute wegwerfen, nehmen. Usch, wegwerfen. So in dem Stil, weil solche Arme. Dann ist das natürlich alles kein Thema. Für Frauen selbstverständlich auch immer noch mal so ein Ding mit der Selbstverteidigung. Braucht man es nicht? So auch so eine Sache. Ja, man rennt lieber weg oder man kann sehr schnell wegrennen. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Schnell wegrennen können in Gefahrensituationen auch durchaus eine Form der Selbstverteidigung. Mit großartig heldenhaften sich jetzt dem Kampf stellen, hast du halt ein riesen Verletzungsrisiko. Und was kannst du am Ende gewinnen, abgesehen davon, dass du halt gewonnen hast und dich dann doll fühlst und 10 Männlichkeitspunkte auf die Liste streichen kannst? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Ja, ganz grob kann man ungefähr sagen, je nachdem, es gibt einfache Selbstverteidigungskurse, helfen ein bisschen, helfen nicht allzu viel. Es gibt Kampfkünste bzw. Kampfsport. Kampfsport hat oft den Nachteil, dass der halt nicht für realistische Kampfsituationen ohne Regeln ausgelegt ist, sondern keine Schläge in den Rücken, keine Schläge unterhalb der Gürtellinie, bei Boxen zum Beispiel gar keine Tritte gibt es da nicht und so weiter. Ist halt alles Turniersport, sicherlich nicht unhilfreich. Sicherlich durchaus was einem auch in einer Selbstverteidigungssituation nützlich sein kann. Aber wenn es einem wirklich primär darum geht, sich verteidigen zu können, dann ist man bei Krav Maga, Wing Chun, um mal die zwei zu nennen, eher besser aufgehoben. Also wirklich Kampfkünste, die tatsächlich gar nicht Turnier sind, sondern darauf ausgelegt, möglichst effizient einen gegebenenfalls sogar noch überlegenen Gegner durch überlegene Technik und durch Übung und durch Geschwindigkeit möglicherweise aufs Kreuz legen zu können. Also besiegen zu können. Ja, ich persönlich finde das schon wichtig. Habe auch ein bisschen Erfahrung mit Judo, als ich noch ganz klein war. Das war immer sehr lustig. Glaube aber nicht, dass es besonders effizient ist. Es sind fast nur Würfe und Grifftechniken und so ein Zeug. Da fehlen mir einfach die anderen Möglichkeiten, die es sonst noch zur Verteidigung gibt. Dann habe ich ganz viel Taekwondo gemacht eine Zeit lang. Auch schon so lange her, dass ich das nicht mehr kann, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer auch sehr lustig, ist aber halt Turnierkampf und ja, du kriegst Reflexe vom vielen Kämpfen. Aber du verlässt dich halt auch drauf, dass du keine Schläge in den Rücken abbekommst, dass dir keiner die Beine wegfegt, dass dich niemand zum Knie kickt zum Beispiel oder überhaupt niedrige Tritte gibt's nicht, Schläge zum Kopf gibt's nicht und jedenfalls je nachdem, welcher Art und Weise von Taekwondo man sich jetzt befindet. Ist also alles nicht sehr realistisch und inzwischen mache ich ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Ja, also nicht, dass ich jetzt irgendwie super gefährlich inzwischen wäre, aber es macht Spaß, ich werde langsam besser und irgendwann bin ich vielleicht mal gefährlich, weiß ich nicht, kommt drauf an, mache aktuell ein bisschen Wing Chun, sicherlich sehr, sehr effizient, null Regeln, super auf Effizienz ausgelegt, logisch auch, warum macht man was, und aber ja, da bin ich nicht weit genug, um da irgendwie nennenswert was zu erzählen zu können. Gut, jedenfalls Selbstverteidigung halte ich schon für hilfreich. Auch einfach Erfahrung mit physischer Gewaltanwendung, auch nur in Trainingssituationen zu haben, könnte durchaus hilfreich sein, sollte es doch mal zu einer tatsächlichen Auseinandersetzung physischer Art kommen, dass man einfach dann weiß, ich kann ein bisschen was, ich bin jetzt nicht das Kanickel im Scheinwerferlicht, oh, der will mir was Böses. Selbstvertrauen hat er auch ganz viel eben entsprechend mit zu tun, auftreten. Dass man halt eben allein schon von seinem Auftreten in einer gefährlichen Situation nicht so aussieht, als sei man harmlos und ein Opfer jetzt in dem Sinne oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das ist alles ganz wichtig, aber ich bin da kein Experte. Ich finde nur trotzdem, man kann sich mit der Thematik durchaus mal auseinandersetzen und für Platz 10 reicht es mindestens. Kann man sich je nach persönlicher Einstellung, je nach politischer Einstellung und so weiter und so fort auch gerne weiter oben das Ganze reinpacken. Weiß ich nicht, ja? Will ich gar nicht, aber wichtig ist es, finde ich. So,
Dann habe ich auf Platz 9 Nahrungserwerbfähigkeiten. Also da geht es jetzt nicht darum, einen angefressenen Döner aus der Mülltonne zu fischen. Das kann man selbstverständlich auch tun, wenn man dann dringend Hunger hat und wenn das notwendig ist, klar. Sondern mehr so eben aus der Natur. Was tun, wenn ich jetzt mich irgendwo verlaufen habe und jetzt habe ich einen wahnsinnig Hüngerle und wo kriege ich jetzt was zu essen? Auf die Schnelle her? Ja, auf die Schnelle sowieso nicht. Es sei denn, es sind gerade irgendwelche Beeren reif, wie da hinten an der Brombeere hängen ein paar. Das geht natürlich, aber im erweiterten Sinne kommt dann halt eben dazu, dass man wirklich viele essbare Pflanzen kennt, nach und nach auch unterscheiden kann, was ist denn sinnvoll essbar, was ist nur essbar. Nur essbar, Beispiel junge Buchenblätter, junge Lärchennadeln, sowas in die Richtung. Das kannst du jeweils mampfen, das ist im Grunde ein Salat, das enthält keine Kalorien, ein Hauch von Vitaminen, die dir nichts weiterhelfen, weil du bräuchtest, wenn dann überhaupt, Kalorien, das ist das Erste, was dir ausgeht, also wirklich Energie, Vitamine, das spielt erst nach Wochen oder Monaten irgendwann eine Rolle, dass die knapp werden. Und dann kannst du anfangen, junge Buchenblättersalat zu futtern, aber davor brauchst du wirklich mal Kalorien und die sind deutlich schwieriger zu finden als einfach irgendeine essbare pflanzliche Biomasse. Die kann auch Wasser enthalten, ist auch nochmal ein Thema. Ja? Sich eine Riesenportion junge Buchenblätter reinzuziehen, die sind sehr wassergesättigt. Hat man einen großen Durst, kann man dadurch möglicherweise mehr Wasser aufnehmen, als man verbraucht, um das Zeug anzudauen. Weil wirklich verdauen kann man es sowieso nicht. Wir können keine Zellulose abbauen. Das macht unser Magen nicht mit, beziehungsweise unser Darm. Wissen, wo finde ich denn wirklich sinnvolle Essenspflanzen, wie zum Beispiel eine Löwenzahnwurzel, wie eine wilde Möhre, wie die große Klette zum Beispiel, hat auch eine sehr, sehr materialhaltige essbare Wurzel, sage ich jetzt mal. Ein Rohrkolben kann man essen. Viele Teile davon sogar. Und. Ja? Und auch wissen, wo das jeweilige Zeug wächst. Das wäre zum Beispiel schon mal ganz hilfreich. Ich habe es auf Platz 9, weil ja, was soll in Deutschland passieren, dass man darauf angewiesen ist, sich aus der Natur zu ernähren? Also wirklich langfristig. Das halte ich doch für eher unwahrscheinlich. Aber wenn man es kann, fühlt man sich besser und ist vielleicht in einer Notsituation weniger panisch und weiß, naja, also erstens mal, ich habe auch schon mal ein paar Tage nichts gegessen und habe es überlebt und weiß, wie sich das anfühlt. Zweitens, ich weiß, wo ich hier ein bisschen was finde und ich weiß, dass ich mit dem bisschen, was ich finde, wirklich sehr lange klarkomme. Und daher habe ich jetzt keinerlei Not, nur weil ich jetzt gerade ein bisschen Hunger habe. Oder zumindest nur eine gefühlte Not, aber keine tatsächliche. Und wenn man sich mit der Thematik einfach beschäftigt, finde ich das schon wichtig. Im erweiterten Sinne, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigen möchte, die Fähigkeiten zu haben, sich aus der Natur verpflegen zu müssen, wird man an einem Jagd- und Angelschein nicht vorbeikommen oder zumindest an einem Angelschein, der ist noch mal ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal. In einer Notsituation ist es einfacher, irgendwo einen Fisch zu fangen, als jetzt insbesondere ohne Gewehr ein Reh zu erlegen. Ja, daher oder ein Kaninchen oder was, such dir was aus. Jagd schwieriger als Fische fangen. Definitiv. Ja, nicht, dass Fische fangen deswegen super einfach wäre. Ich will jetzt keinen passionierten Angler hier irgendwie schlecht machen. Aber Jagd ist schon mühsam. Das muss man schon können. Da muss man schon sehr lange üben, sehr lange trainieren letztendlich, um in der Lage zu sein, da wirklich was zu fangen. Insbesondere, wenn man nur primitive Mittel zur Verfügung hat und halt eben nicht ein Gewehr. Rechtlich lasse ich jetzt mal außen vor, dass das natürlich Wilderei ist, sowohl Fischfangen, wenn man gerade keine Erlaubnis dazu hat, als auch irgendwie Tierfangen und Essen, wenn man keine Erlaubnis dazu hat, beides Wilderei. Aber jetzt in super Notsituationen und so weiter und so fort, dann mag das eine Rolle spielen. Also wer da super vorbereitet sein will, der hat einen Angelschein und der hat einen Jagdschein. Und gerade beim Jagdschein nicht nur einfach so jagen gehen, sondern sich dann halt eben auch weiterbilden im Rahmen der Jagd mit, wie könnte ich das jetzt machen, wenn ich es jetzt nur mit primitiven Methoden machen würde. Ja? Also wirklich ein bisschen mehr Spuren lesen als nur das Allernötigste. Auf die Pirsch gehen, Pirschen üben. Wenn es mit dem Gewehr klappt, klappt es vielleicht auch mit dem Bogen. Dann muss man natürlich auch noch Bogen schießen können. Das kann man in der Praxis nicht üben, weil man in Deutschland nicht mit dem Bogen jagen darf, aber zumindest wissen, wie man mit dem Bogen schießt, wo man einen herbekommen würde, sowas in diese Richtung. Ja? Und dass man halt einfach das Anschleichen, als würde man mit dem Bogen jagen gehen, in dem Level betreibt, aber dann halt trotzdem das Gewehr nimmt. Das wäre jetzt so die zumindest in Deutschland beste Möglichkeit, um Bogenjagd für ein Survival-Szenario dann zu trainieren. Zum Beispiel. Ja? Ich sage ja nur zum Beispiel. Also das kann alles extrem hilfreich sein, gerade für eine langfristige Sache. Dass aber eine langfristige Sache in diesem Maße auftritt,
halte ich eher für unwahrscheinlich. Drum habe ich es weit hinten eingepackt. Und bis man verhungert, dauert halt eine Weile. So, auf Platz 8, schwimmen können. Viele Leute können nicht schwimmen. Inzwischen kann, glaube ich, 40% der Einwohner von Deutschland nicht gut schwimmen. Nicht oder nicht gut. Also wirklich nur so ein bisschen. Und dann saufen sie schon ab. Das gilt schon als theoretisch schwimmen können, aber halt eben als nicht gut. Also auf einem Level, wo man wirklich nicht die ins offene Wasser schmeißen könnte und sagt, hier 500 Meter in die Richtung ist das Ufer und dann gehen die unter. Das können wirklich viele, viele nicht. Und ich denke schon, dass das wichtig wäre, dass man wirklich, sollte es zu irgendeiner Situation kommen, in der man ein Gewässer durchqueren muss, in dem man in ein Gewässer fällt, allein schon beim Schwimmen gehen, beim Baden am Rhein beispielsweise, versaufen ja regelmäßig Leute, die dann da irgendwie diese Strömungsgeschichten im Fluss unterschätzen und eben aus der sicheren Gewässerbucht rausschwimmen und zack sind's weg. Manchmal sind das gute Schwimmer, manchmal nicht. Aber in jedem Fall gehört zum Schwimmen können auch dazu, eben zu wissen, welche Gefahren im Wasser, selbst wenn man ein guter Schwimmer ist, eben lauern können, wenn es zu Verwirbelungen und solchen Sachen kommt. Ja? Also die komplexe Thematik Fortbewegung im Wasser, das sollte man sich schon mit auskennen. Ja? Und es sollte kein Todesurteil sein, wenn man irgendwo in ein Wasserloch fällt. Meiner Meinung nach. Ja? Ich finde Schwimmen also echt, echt wichtig, gerade bei so einer Flutkatastrophengeschichte. Natürlich sind das reißende Strömungen und klar, da gibt es jede Menge Verwirbelungen und Söge und Zeug, was einen unter Wasser saugen kann und so weiter. Aber wenn man gar nicht schwimmen kann, ist man in jedem Fall tot. Kann man doch schwimmen, hat man noch gewisse Möglichkeiten. Nur mal so als Beispiel. Gut, dann auf Platz 7. Heute die Geräuschkulisse leider nicht so leise, wie ich es gerne hätte. Auf Platz 7 Lagerbau. Mit Lagerbau meine ich jetzt primär nicht unbedingt, sich das perfekte Super-Shelter zu bauen mit Klo, mit Löffelschnitzecke, mit Holzhackklotz und Dreibein-Grill, was auch immer, sondern damit meine ich jetzt einfach die Fähigkeit, mit einfachen Mitteln sich so weit einen Lagerplatz herzustellen, dass man vor den Elementen geschützt ist. Dass man also weiß, wenn ich jetzt mich verlaufen habe und es wird dunkel und ich sehe, es wird dunkel und ich komme hier nicht mehr rechtzeitig raus und im Dunkeln kann ich nicht weiterlaufen, weil ich nichts zum Leuchten dabei habe und würde mich dann, das Verletzungsrisiko wäre viel zu groß, dass ich irgendeinen Baum renne oder irgendwo runterfalle und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss hier übernachten. Das kann man natürlich tun, indem man sich hinhockt und nichts tut und wartet, bis es wieder hell wird. Aber hilfreich wäre je nach Temperatur oder wenn es gerade regnet, halt schon sich schnell irgendwas bauen zu können, mit dem man sich zumindest notdürftig ein bisschen vor den Elementen schützen kann. So schnell geht das in keinem Fall, aber wenn man es schon mal gemacht hat, braucht man weniger Zeit dafür, als wenn man es eben noch nie gemacht hat. Ich würde mal behaupten, für einen halbwegs brauchbaren Wetterschutz aus improvisierten Materialien, selbst wenn man gerade Glück hat und tolles Zeug im Wald rumliegt, braucht man mindestens 2 Stunden. Aber wenn einem klar ist, okay, ich komme hier so schnell nicht mehr weg, in 2 Stunden wird es dunkel, ich werde das nicht schaffen, das Risiko ist mir zu hoch, ich fange an, mir ein kleines Lagerplätzchen zu bauen, um mich, es regnet sowieso schon gerade, um mich eben entsprechend vom Regen zu schützen oder es sieht so aus, als würde es gleich anfangen zu regnen, möglicherweise sogar ein Gewitter, es ist vielleicht auch saukalt, dann will man vielleicht wissen, wie man eine Laubhütte baut, die einen einigermaßen warm hält, solche Sachen mal trainiert zu haben, kann auf keinen Fall schaden. Ich habe das alles mal gemacht, ich sollte es aber auch mehr üben, das ist also auch ganz klar eine Fähigkeit, die ich auch nicht so richtig beherrsche. Genauso wenig wie irgendwie die anderen vorhergegangenen. Ja? Also beziehungsweise nicht richtig zumindest. Selbstverteidigung, ja, ich denke, in vielen Fällen werde ich das einigermaßen hinkriegen, in vielen Fällen auch nicht. Die Sache mit dem Nahrungserwerb, pflanzliches Futter finde ich, das kriege ich hin. Kann ich ein Kaninchen fangen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich einen Fisch fangen? Garantiert nicht. Das heißt, da könnte man auch noch viel dazu lernen. Zumindest ja, theoretisch ein Kaninchen fangen. Ich dürfte es ja auch in dem Sinne nicht. Schwimmen kann ich ganz gut, aber könnte noch besser sein, was natürlich mit dem allgemeinen Fitness- und Gesundheitszustand zusammenhängt. Dazu kommen wir noch. Der kommt hier noch irgendwo noch vor.
Und ja, eben auch der Lagerbau. Ich weiß zwar alles, wie das theoretisch funktioniert, ich würde aber sehr lange dafür brauchen, weil ich einfach halt auch ein schlechter Handwerker bin, enorm schlechter Handwerker. Und sowas dann ganz mühsam und sehr zusammengeschustert und sehr, 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 sehr schwierig nur hinkriege und müsste in diesem Bereich, finde ich, wirklich noch ein bisschen was dazulernen und das mal mehr üben, dass man einfach ein bisschen sich einen Unterschlupf, wenn man einen braucht, mit einfachen Methoden herstellen kann. Klar, ich kann einen Tarp aufhängen, ja, aber habe ich ja dann gegebenenfalls nicht unbedingt immer dabei. So. Punkt 6. Feuer. Ist drin, ja, kann man sich auch kloppen, ob das wirklich reingehört, aber ich halte ein Feuer schon für extrem nützlich in Anbetracht dessen, dass wir, wenn wir selbst kein Lager bauen können oder dafür nicht mehr genug Zeit haben, wenn man dann in der Lage ist, schnell zumindest ein Feuer anzuzünden, dann hockt man nicht im Dunkeln die ganze Nacht, dann hat man Wärme die ganze Nacht, zumindest ein bisschen. Wenn es gerade regnet, okay, ist schwierig, kann man auch ein Feuer bei Regen machen, wäre jetzt schon die etwas höher angeordnete Klasse von Feuer machen. Kann man auch Feuer machen, wenn gerade alles nass ist, wenn nur feuchtes Holz zur Verfügung steht und solche Sachen. Also ich find schon hilfreich und bin auch froh, dass ich das hinkriege und nicht ohne Hilfsmittel. Ich müsste halt in irgendeiner Form immer irgendwas dabei haben, womit man Feuer machen kann. Zum Beispiel, das habe ich auch immer, weil ich gehe ja selten ohne Schlüssel aus dem Haus. Gar nicht. Ja, Schlüssel habe ich dann immer dabei, sonst geht die Tür zu und dann habe ich am Taschenmesserchen hier so ein Mini-Feuerstahl. Zur Not reicht der. Ja? Da mache ich natürlich nicht in 5 Minuten mit dem Feuer, inklusive der Tatsache, dass ich vorher noch zu untersuchen muss und so weiter. Aber zur Not reicht der. Ich habe also wirklich immer mindestens irgendwas dabei, womit ich ein Feuerchen machen kann. Und da ich das immer dabei habe, würde ich jetzt behaupten, es sei denn, du entführst mich und zerrst mich nackt aus der Bude raus oder solche Späße, dann nicht. Aber da habe ich noch einen Hut, also von daher, der ist angewachsen, den kann man nicht abnehmen. Finde ich schon wichtig. Möchte ich nicht darauf verzichten, weil das ist auch für die Psyche einfach wichtig. Psyche kommt auch später nochmal irgendwo in dieser Liste vor. Und wenn man ein Feuer hat, dann geht es einem gleich viel, 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 viel besser und man kann sich auch Wasser abkochen. Man kann sich, wenn man dann doch was Primitives zu essen gefunden hat, das möglicherweise ein bisschen anbrutzeln. Man kann sich was anbrutzeln, wenn man doch sogar was Gescheites zu essen gefunden hat. Es ist in jeder Fall sehr, sehr hilfreich. Es kann als Waffe verwendet werden zur Abwehr von Tieren, wenn das ein Thema ist. Das ist ja nicht völlig auszuschließen. Wir haben ja inzwischen wieder Wölfe. Ja, das Risiko ist super gering, aber es gibt eins. Also in diesem Zusammenhang sollte man, wie ich finde, schon in der Lage sein, ein Lagerfeuer anzuzünden. Mit den Möglichkeiten, die einem eben zur Verfügung stehen. Sprich, wenn man es nicht in der Lage ist, das Ding in jeder Situation, auch wenn es nass ist, mit Feuerbohren hinzubekommen, meines Wissens gibt es niemanden, der das kann, dann sollte man halt doch irgendwo was in den Kleidungen oder sonst wo versteckt haben, mit dem man ein bisschen Feuer machen kann und auch eben bei schlechtem Wetter und bei nassem Holz das mal geübt haben und dann ein Feuer zum Laufen kriegen kann. Ich behaupte, ich kriege es fast immer hin. Es müsste schon wirklich gerade aktiv noch regnen und schon sehr lange regnen und alles wirklich, wirklich nass sein. Irgendwo hat das Ganze Grenzen, da brennt dann wirklich nichts mehr. Das kann ich dann auch nicht. Aber ich würde schon sagen, in den meisten Situationen kann ich ein Feuer machen. Und gerade wenn man zum Beispiel auch schon nass geworden ist und jetzt soll man die Nacht überstehen und das Wetter wird besser, so schnell trocknet man nicht. Hat man ein Feuer, dann schon. Ja, dann kann man sich auch sehr schnell wieder trocken kriegen. Also Feuer hat wirklich vielfältigen Nutzen und der Aufwand, ein Feuer machen zu können, das kann man mit ein paar Wochen Übung, wenn man da wirklich in diesen paar Wochen häufiger mal Feuer macht, auch legal an Feuerstellen und so weiter. Das ist egal, wenn du es an einer Feuerstelle kannst, kannst du es auch auf dem Waldboden. Das macht keinen großen Unterschied, also wenn es dann dazu kommen sollte. Das kann man schon üben. Und das finde ich schon sinnvoll. Also ich persönlich. Dürft ihr andere Meinung sein, dann schreibt es gerne unten hin, was ihr anders machen würdet, welche anderen Themen ihr ohnehin mit reinpacken würdet, wo ihr euch in der Nummer anders entscheiden würdet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn es was mitzudiskutieren gibt, diskutiere ich gerne mit. Und ansonsten freue ich mich über jeden, der das anders differenziert, anders sieht und auch noch sagt, warum man es anders sieht. Das wäre natürlich großartig. So, ich muss mal kurz den Akku wechseln. Und dann kommen wir zur Top 5. Ja, was hatte ich denn auf 5? Die Trinkwasserkompetenz. Trinkwasserkompetenz ist ein Themenblock, der im Wesentlichen aus 3 Teilbereichen besteht. Erstens Wasser finden, zweitens Wasser
einschätzen, kann ich es trinken, kann ich es nicht trinken, und drittens gegebenenfalls Wasser aufbereiten. Was man am ehesten vernachlässigen kann, ist Wasser aufbereiten. Da hat man möglicherweise, je nachdem, was gerade die Sache ist, die vorliegt, nicht die Notwendigkeit zu, weil man sich einfach eine andere Wasserquelle suchen kann, wenn viele verfügbar sind. Man hat vielleicht auch nicht die Möglichkeiten dazu und muss so lange suchen, bis man halt eine findet, die sicher ist. Ja, aber je nach Situation mag es auch wichtiger sein, erstmal Wasser zu finden. Jetzt sind wir in Deutschland ein eigentlich eher nasses Land. Das heißt, Oberflächenwasser aufzutreiben dürfte bei uns nicht allzu schwierig sein. Irgendwann findet man immer ein Bachbett, wenn man Bachbette entlangläuft, in dem noch Wasser zu finden ist. Man findet vielleicht auch mal einen Teich, einen Tümpel oder sonst wie, und dann hat man zumindest mal Wasser gefunden. Kann man das jetzt trinken? Naja, aus einem Teich? Nö, aus einem Tümpel. Wenn es ein Regenwassertümpel ist, der sich kurzfristig jetzt mal eben gerade gebildet hat, weil es gerade geregnet hat, dann ja. Sonst nein, besser nicht. Also stehende Gewässer immer mit großer Vorsicht zu genießen. Fließende Gewässer sind grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Je näher und je kleiner je näher an der Quelle, je kleiner der Bach, je schneller fließend, desto besser. Wenn man direkt die Quelle findet, dann sowieso prima. Quellwasser ist immer Trinkwasser, bis auf ganz wenige super seltene Ausnahmefälle. Das kann man aber nicht wissen, deshalb darf man davon ausgehen, dass es eigentlich dann immer Trinkwasser ist. Diese ganz wenigen Ausnahmen ist dann halt einfach persönliches Lebensrisiko. Das ist wie über die Straße gehen, ein gewisses Risiko besteht halt immer. Und ansonsten muss man sich halt angucken, wie schnell fließt das Wasser, hat es eine Trübung, hat es eine Färbung, wenn beides nicht vorhanden und schnell fließend, plus keinerlei Wasserpflanzen im Wasser, am Wasser dürfen welche sein, nur bitte nicht im Wasser, dann haben wir durchaus eine gute Chance, dass es sich hierbei um Trinkwasser handelt. Will man, hat man noch ein Stückchen im Oberlauf des Baches über sich und es wäre möglich, dass da oben irgendein totes Tier im Wasser liegt, selbst dann, das tote Tier liegt da ja jetzt nicht, was weiß ich, wie lange und bildet beliebig viele Giftstoffe und ist in der Lage, mit dem Gift, was es so bildet, diese gigantischen Mengen Gift, den Bach bis in alle Zeit zu vergiften. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, irgendwann sind da auch alle Sachen rausgewaschen aus dem Vieh, was da liegt und vor sich hin verrottet. Und die Chance, dass du in dem Moment Wasser nimmst, ja, fließendes Wasser, und in diesem Stück Wasser sozusagen, das gerade vorbeisaust, befinden sich jetzt jede Menge giftige Bakterien, Viren, was auch immer, aus dem toten Reh, was irgendwo oben im Bach liegt. Das ist alles sehr unwahrscheinlich. So, und Punkt Wasserkompetenz, da würde ich tatsächlich sagen, da muss ich nicht mehr großartig viel lernen. Da kenne ich mich wirklich gut aus. Und das ist der eine Punkt in der Liste. Abgeschlossen. Ja, bei den anderen neuen sicherlich noch viel zu lernen, viel Nachholbedarf, aber Wasser ansprechen und dann notfalls eben auch wissen, wie man das aufbereitet, da kenne ich mich sicherlich aus. Beziehungsweise ich traue mir auch zu, ein Wasser zu finden, das trinkbar ist, ohne dass ich überhaupt irgendwie im größeren Umfang was aufbereiten muss. Gibt seltene Ausnahmen. Ich würde mich aber, wenn ich in einer Notsituation bin, halt nirgendwo hinbegeben, wo ich weiß, dass Wasserversorgung schwierig ist, wie zum Beispiel Hochlage von irgendeinem Mittelgebirge, ja, oder von einem Hochgebirge noch schlimmer, aber da gehst du sowieso nicht freiwillig hin, sondern da versuchst du eher runterzukommen. Und je runter du kommst, desto nasser wird's, weil Wasser hat die praktische Eigenschaft, dass es immer runterfließt. Also auch zum Wasser finden. Geh in den tiefsten Punkt der Landschaft, da wirst du immer Wasser finden, da fließt es nämlich hin. Gut, ja, also das war der Punkt Wasser. Da Wasser ja sehr wohl nach 2 Tagen, insbesondere wenn man viel rumläuft, dann auch gerne nach einem Tag wirklich was ist, was man dann auch dringend benötigt, ist es sehr wichtig. Da es aber in Deutschland nicht besonders knapp ist, ist es halt nur auf 5, sonst wäre es sicherlich auf 3 oder irgendwie sowas. Aber man sollte sich schon damit auskennen, unbedingt, finde ich schon wichtig. So, dann habe ich auf 4. Etwas, was ich häufiger erwähne, was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt bei vielen anderen Leuten, die zu dem Thema was sagen, ist Fortbewegungskompetenz, nenne ich das jetzt mal. Einfach, dass man weiß, wie man sich sicher in unwegsamem Gelände fortbewegt. Oder Trittsicherheit, Schrittsicherheit, je nachdem, wie man das nennen möchte, findet man gerne mal in den Alpen Hinweise vom Alpenverein. Achtung, exponierter Weg erfordert Schwindelfreiheit, habe ich nicht. Und Trittsicherheit, die hätte ich schon, aber Schwindelfreiheit habe ich nicht. Deswegen nehme ich solche Schilder durchaus hin und wieder ganz gerne ernst, wie dem auch sei. Jedenfalls Trittsicherheit.
Sicherheit ist schon was Wichtiges und auch eben das Wissen, wie komme ich durch ein schwieriges Gelände sicher durch, ohne auf die Nase zu fallen. Es gibt einen Haufen Leute, die zum Beispiel Feuer machen, indem sie Holz angucken, aber wenn du die durch irgendein schwieriges Gelände schickst, dann legst es die regelmäßig auf die Nase. Ja? So Leute gibt es halt einfach. Und wer da Schwierigkeiten hat, der müsste das dann halt eben noch ein bisschen mehr üben. Ich selber bin doch noch nicht Meister. Meister sind zum Beispiel altgediente Forstwirte oder Förster, die ihr ganzes Leben lang in furchtbaren Verhauen im Wald rumgestapft sind und da drüber schweben, als ob das Linoleum wäre. Das ist wirklich super beeindruckend. Auf dem Level bin ich noch nicht. Ich hoffe, das vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen zumindest zu erreichen. Hat auch ein bisschen was mit einfach Erfahrung zu tun. Ein junger Mensch wird da vielleicht dynamischer durchrennen, aber mit weniger Erfahrung fliegt er trotzdem schnell auf die Fresse, auch wenn er super dynamisch ist. Fliegt er dynamisch auf die Fresse. Als ein alter Mensch, der eher vorsichtig ist, in so einem Gelände aber möglicherweise trotzdem schneller vorankommt, weil er genau weiß, wo er hintreten muss, um energie- und kraftsparend effizient durch den Verhau zu kommen. Ja? Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, denn egal wie fit du bist, wenn es dich auf die Nase haut und du dich an irgendwelchen Ästen aufspießt, dann hast du ein Problem. Ja? Da hilft dir nicht Arnold Schwarzenegger oder alternativ irgendein Ironman, Marathonläufer, Fahrer, Schwimmer zu sein. Du musst schon auch das schon mal gemacht haben. Im Gelände unterwegs sein, das trainiert haben, auch einschätzen können, komme ich jetzt eine Schlucht noch runter, komme ich sie nicht runter. Ich hatte auch neulich ein lustiges, interessantes Beispiel. Wenn ihr das seht, wirklich gar nicht böse gemeint, aber ich war mal im Moor mit ein paar Leuten und die wussten zum Beispiel nicht, dass man in so einem Moor durchaus versinken kann. Und wenn man das gar nicht weiß, ja, und man läuft jetzt durch so ein Moor und sagt, ach, es hat geregnet, ich habe eh schon nasse Füße, mir doch egal, ich will jetzt auf die andere Seite, weil da ist gleich die Straße, ich sehe sie da vorne, da ist sogar noch ein Haus, da will ich hin, da bin ich in Sicherheit, aber da ist leider ein Moor im Weg und läuft in dieses Moor rein und bleibt in dem Moor stecken. Mein Vater, der war Moorforscher von Beruf und war dementsprechend viel im Moor unterwegs. Und es gab zweimal eine Situation, wie er immer gerne erzählt hat, in der er aus dem Moor gezogen werden musste, weil manchmal sieht man es nicht. Manchmal kann man es selbst, egal wie viel man im Moor rumstapft, und das hat er wirklich, wirklich viel gemacht, manchmal kann man nicht einschätzen, kann ich da jetzt hintreten, kann ich da nicht hintreten. Und dann geht's mal schief und dann hockst du drin. Ja? Und du versinkst nicht im Moor drin. Oder sowas ist quasi unmöglich wegen Auftrieb. Wir haben ja einen gewissen Auftrieb, unser Körper. Aber das wird sehr schnell sehr kalt. Ja? Und man hat keine Chance, das Moor aufzuheizen mit der eigenen Körpertemperatur. Das Moor wird nur ganz wenig wärmer. Wir hingegen werden ganz viel kälter und dann erfrierst du schlicht und ergreifend. Das kann auch im Hochsommer passieren. Das Moor ist wirklich verflucht kalt und wenn man da über Stunden drin stockt, irgendwann produzierst du keine Wärme mehr. Irgendwann hat der Körper keine Kraft mehr, um genügend Wärme zu produzieren, dich warm zu halten und dann bist du tot. Und darum, weil du nicht wusstest, A, wie man durchs Moor kommt und B, dass man am besten gar nicht erst versucht, durchs Moor zu kommen. Ja? Kann durchaus in Schottland auch mal ein Thema sein. Ich kenne diverse Stellen in Schottland, wo man auf die Idee kommen könnte, sich zur Straße zu retten und per Anhalter mitgenommen zu werden, wo auf dem Weg dahin aber halt leider wirklich ein richtig tiefes Moor, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man mal drin ist, liegt. Ja? Aber gut, wir sind ja nicht in Schottland, wir sind in Deutschland. Wir haben aber immer noch eine gewisse Menge an Moor. Einfach nur mal als Beispiel. Ja? So, Orientierung, Punkt 3. Halte ich auch für ganz, 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 ganz bedeutend, weil willst du dich irgendwohin retten, solltest du wissen, wo irgendwo überhaupt ist. Ne? Es geht wahnsinnig schnell und ist, denke ich, auch eines der realistischsten Szenarien für ohnehin eine Notsituation, in die man wirklich kommen kann in Deutschland, dass man halt keinen Plan mehr hat, wo man eigentlich ist. Man verläuft sich im Wald, im Berg, Gebirge und findet keinen vernünftigen Wegweiser und hat mal einen Moment nicht aufgepasst und verliert wirklich völlig die Orientierung. Das ist auch mir schon passiert, vorzugsweise nachts. Dass man dann wirklich nicht mehr genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen und in welche Richtung geht's hier. Und da kann man schon sehr schnell auch in Panik verfallen. Das ist dann der nächste Punkt. Und dann läuft man in irgendeine Richtung los und denkt, das wird doch richtig sein. Aber das ist es dann nicht. Und dann hat man am Ende völlig die Orientierung verloren und hat gar keinen Plan mehr, wo man ist. Deswegen, gewisse Grundregeln der Orientierung sind schon hilfreich. Ich hatte auch mal eine Kommilitonin noch zu Studiumszeiten. Da sollten wir im Wald einen bestimmten Bestand angucken gehen. Also so ein Teamwork.
Park. Dann sind wir dahin, sind von der Waldstraße runter und in den Bestand rein und haben uns den angeguckt und dann wollten wir wieder zurück. Und in dem Punkt wusste sie auch schon nicht mehr, wo die Waldstraße ist. Ja, also die war wirklich sofort gar keinen Plan mehr gehabt. Ja? Ein paar Mal im Kreis drehen, irgendwo abseits der Wege und du siehst keinen Weg mehr, könnte in alle Richtungen sein. Ich habe dann fieserweise gefragt, ja und wo liegt jetzt Freising? Keine Ahnung. Ja, dann rat mal, da war genau die entgegengesetzte Richtung. Das habe ich mehrfach erlebt. Ja? Abgesehen davon, dass ich keine Kommilitoninnen auf dem Wege geärgert habe. Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin verheiratet jetzt. Ich mache sowas nicht mehr. ja, jedenfalls, das geht wirklich so schnell. Und ich hatte auch mal erlebt auf Natur, dass ich, da waren wir noch alle jung. Das war so eine Jugend-Wildnis-Freizeit-Geschichte in, müsste Schweden gewesen sein, könnte auch Norwegen gewesen sein. Kann ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. War beides. Wir haben beide die Grenze mehrfach überquert. Daher, egal, jedenfalls, da hat sich tatsächlich ein Teilnehmer dieser Tour beim nächtlichen Versuch, den Stuhlgang durchzuführen, so sehr verlaufen, dass er dann uns zusammen laut brüllen müsste, Hilfe, wo bin ich hier? Der hatte wirklich keinen Plan mehr, wo er ist. Und dabei war es noch nicht mal dunkel, ne? Mitternachtssonne. Trotzdem, das kann wirklich passieren. Ne? Also, und ich selber habe auch schon beim nächtlichen Austreten hinterher 5 Minuten meinen Lagerplatz gesucht, weil der ist ja nicht unbedingt immer in sehr auffälligen Farben gehalten. Und machst du mal 2 Schritte in die falsche Richtung, bist noch müde, bist gerade aufgestanden, wolltest nur kurz vors Zelt sozusagen und wieder zurück, da kann man sich so schnell verlaufen, das glaubt ihr nicht. Also wenn ihr es noch nicht erlebt habt, der ein oder andere wird es sicherlich erlebt haben, das geht ruckizucki. So, und was meine ich jetzt mit Orientierungsfähigkeiten? Einfach eine gewisse Übung, ein gewisses Gefühl für, wo geht's lang. Ein gewisses Gefühl für, halte ich eine Richtung oder halte ich sie nicht. Ein Gespür einfach für, wie ist die Landschaft aufgebaut. Und im größeren Zusammenhang sollte man halt ungefähr wissen, wenn man in Deutschland verreist oder da, wo man wohnt, was sind markante Geländepunkte. Wenn ich bergab gehe, wo komme ich dann hin? Wenn ich bergauf gehe, wo komme ich dann hin? Norden, Süden, Westen, Osten, was ist da jeweils? Bin ich ungefähr in der Lage, zumindest wenigstens, wenn die Sonne scheint, zu wissen, wo Norden, Süden, Osten, Westen und so weiter und so fort ist. Habe ich vielleicht ein Hilfsmittelchen dabei, sei es jetzt eine magnetische Nadel oder halt dann doch einfach wirklich ein Kompass. Ich bin mit Kompass immer vorsichtig. Zu wissen, wo Norden ist, hilft einem nur dann was, wenn man auch weiß, was im Norden ist oder alternativ, was im Süden ist und so weiter. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man einfach, wenn man irgendwo hinfährt, grob eine Orientierung hat und sich einfach auch ein bisschen grob auskennt, wie schaut Deutschland aus? Wo bin ich hier jetzt gerade? Ist der Rhein jetzt links oder rechts? Weil wenn man zum Beispiel einen Rhein findet, hat man einen prima Orientierungspunkt, abgesehen davon, dass da dann wieder Leute sind. Aber nur mal so als Beispiel einfach. Markante Geländepunkte, wissen, wo die sind, wie man notfalls, wenn man bei völligem Orientierungsverlust gar keinen Plan mehr hat, wo man eigentlich ist, dass man grob zumindest in die richtige Richtung läuft. Wenn du im Schwarzwald zum Beispiel nach Westen läufst, landest du irgendwann unten in der Rheinebene und am Rhein, da wohnt jemand. Ja, das kann also nicht ganz falsch sein. Bist du zum Beispiel auf irgendeinem Berg im Schwarzwald und weißt, du bist eigentlich eher in der Westhälfte und läufst jetzt dummerweise nach Osten, dann ist das die möglichst, ja, weitestmöglichste Strecke, um wieder aus dem Schwarzwald rauszukommen. Ja. Und der Schwarzwald ist schon ein zusammenhängender Wald, je nachdem, wo man gerade ist. Und wenn man da wirklich jetzt nicht, wenn man dann auch nur einen Wegweiser findet, da stehen nur irgendwelche Orte drauf, die einem nichts sagen, weil man sich vorher nicht damit beschäftigt hat, in welcher Region man sich eigentlich befindet. Und man weiß, man will zurück ins Dorf so und so, aber man hat vergessen, wie das Dorf so und so eigentlich heißt. All sowas kann dann durchaus blöd ausgehen. Und das meine ich jetzt, wenn ich von allgemeiner Orientierungskompetenz spreche, dass man natürlich eine Karte lesen können sollte, wenn das Handy versagt. Sehr hilfreich, dass man mit dem Kompass vielleicht noch Dinge anpeilen kann und eine genaue Standortsbestimmung machen oder wenigstens meine Karte einordnen. Sehr hilfreich. Aber wichtiger als der richtige Umgang mit Karte und Kompass und so einem Zeug ist einfach wirklich ein gewisses Gefühl für das Beibehalten einer Richtung, ein Gefühl für, aus der Richtung bin ich gekommen, ein Orientierungssinn, das Gefühl zu wissen, wo man ist. Das ist schwer zu erklären und wir haben das natürlich längst nicht so ausgeprägt wie andere Tiere, die exakt wissen, wo sie sind, weil sie Magnetismus-GPS haben, Vögel zum Beispiel. Aber wichtig, wirklich wichtig. Ich denke,
Hauptursache für Situationen, in denen man in Deutschland in eine Notsituation kommen kann, wenn man irgendwo in der Natur unterwegs ist, ist, man hat sich verlaufen, mal abgesehen von einem Unfall. Ne? Also Verletzung, sowas in die Richtung. Oder Verletzung von jemand anders. Hoppla, sorry. Wollt euch nicht kicken. Gut, dann auf Punkt Nummer 2. Jetzt wird's brenzlig. Und jetzt ist die Frage, der eine oder andere wird schon erraten haben, was kommt denn da jetzt noch Wichtiges? Ich habe auf 2 die Psyche gesetzt und auf 1, das kann ich auch gleich verraten, die generelle Fitness. Ne? Warum Psyche auf 2, warum nicht umgekehrt, könnte man durchaus so sehen. Ich würde aber sagen, wenn du fit bist wie Sau, dann kannst du ruhig in Panik geraten, wenn du in der Lage bist, 50 Kilometer zu rennen, weil du gerade Panik hast und rennst 50 Kilometer einigermaßen geradeaus, auf einigermaßen irgendeinem Weg, dann ist dir in Deutschland ziemlich sicher geholfen. Weil auf diesen nächsten 50 Kilometern, die du am Stück rennen kannst, weil du so krass fit bist, kommt garantiert irgendwas, was dir weiterhilft. Daher halte ich Fitness für etwas wichtiger als eine vernünftige Psyche, dass du also nicht in Panik gerätst, aber jetzt erstmal zu selbriger. Wenn du nämlich in Panik gerätst und wenn du eben nicht weißt, dass jetzt kein Grund für Panik ist und du dich eben mit Situationen, in denen man wirklich sich mal verlaufen hat, in denen man wirklich nicht weiß, komme ich jetzt hier noch rechtzeitig aus dem Wald raus, bevor es dunkel wird und überhaupt eben viele Leute, die gar nicht sich mit der Thematik auseinandersetzen würden, ja, oh Gott, es wird dunkel, ich bin im Wald, Panik, Angst und so weiter. Ja, gibt es ja auch schon ganz viel, allein schon in diese Richtung. Wenn man sich aber eben auch mal im Wald gepennt hat und so weiter und weiß, da ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, außer dass der Rehbock vorbeikommt und einen anbellt. Oder in weiter Entfernung die Wildschweine mal vorbeiziehen, aber sich eigentlich für einen interessieren und so ein Zeug. Ja, dann kriegt man eigentlich keine Panik, weil man sich im Wald verlaufen hat. Ja, davon abgesehen, wenn du einfach weißt und das auch verinnerlichst, wichtig, verinnerlichen, ja, mal in Panik ausbrechen, kann jedem passieren, kann ganz schnell gehen, je nach Situation. Bei mir, ich habe ja Höhenangst, ne, da bin ich auch ganz schnell in Panik, völlig irrational, nur weil ich an irgendeinem Abhang stehe, der ein Geländer hat und wo ich im Grunde, wenn ich es nicht mich total bescheuert anstelle, gar nicht runterfallen kann. Ich habe trotzdem Panik, weil ist halt irrational. Und das kann jedem mal so gehen und je nach Situation, wenn man halt Angst im dunklen Wald hat, was ja durchaus nicht ganz falsch ist. Ja, das ist ja nicht dumm im Sinne von evolutionär, dass man sich nicht in den dunklen Wald begibt, weil man evolutionär keine Taschenlampe besitzt. Und evolutionär, als wir noch plus minus Affe waren, gab es da auch durchaus gefährliche Tiere. Und selbst wenn man es keine gefährlichen Tiere gibt, lauf mal durch den dunklen Wald, ohne was zu sehen. Da rennst du ruckzuck gegen irgendeinen spitzen Ast und hast dich schwer verletzt. Ja? Das ist einfach dumm, ohne was zu sehen, im dunklen Wald rumzurennen. Daher möchte unser Körper, unser Gehirn, unsere Psyche auch nicht unbedingt, dass wir das tun. Und deshalb fühlen wir uns da nicht unbedingt wohl. Ja? Es sei denn, wir haben gelernt, dass wir das halt doch hinkriegen und wissen, wie man sich da verhält und was da zu tun ist, wenn man im dunklen Wald hockt und so weiter. Aber dafür muss man das halt wissen, dafür muss man das üben. Und ohnehin alle weiteren Fähigkeiten auf der Liste, die wir schon besprochen haben, Selbstverteidigung können, Lagerbau beherrschen, sich ein Feuerle gemacht haben und so weiter. Das hilft dann eben dem Punkt, Ruhe bewahren, nicht in Panik geraten, rational denken, jetzt auch überlegen, was ist jetzt zu tun, vernünftig überlegen, was ist jetzt zu tun und nicht, oh scheiße, ich muss weg, ich renne jetzt in diese Richtung, scheißegal, was da ist. Ja. Das wäre schon hilfreich und ja, drum finde ich auch vorher eben doch einen wichtigen Platz in dieser Liste, weil das halt eben einfach vermeidet, dass man in Panik gerät. Ich hatte auch schon Situationen, in denen ich mich echt unwohl gefühlt habe abends, weil irgendwas nicht gepasst hat auf der Tour, weil irgendwie, shit, ist doch weiter weg als gedacht, ich bin nicht weit genug gekommen, meinetwegen tut irgendwas weh, was nicht wehtun sollte, Rucksack doch noch ein bisschen schwer, Wasser knapp, wann findet man Neues, ein bisschen viel Zeug auf einmal, was einem im Kopf rumgeht, machst du dir ein Feuerchen, alles ist gut. Zumindest geht das mir so. Also mir hilft das wirklich beim Beruhigen. Ich habe jetzt ein Feuerchen, jetzt wird es gemütlich, alles in Ordnung. Ja.
Also nur um mal auf das Feuerchen zurückzukommen. So, also das war der Punkt Psyche. Kann man sicher noch viel zu sagen, muss man aber nicht. Und dann eben der Punkt mit der Fitness. Ja, wenn du nichts kannst, außer Iron Man sein, ja, und einfach egal wohin 70, 80 Kilometer losrennst und das hinkriegst von der Ausdauer her oder auch weißt, macht nichts, es wird dunkel, marschiere ich halt so lange diesen Weg. Den Weg kann man ja ungefähr erkennen. Also ist, denke ich, vom Risiko vertretbar, auf einer Vorstraße auch nachts noch rumzulaufen, selbst wenn man keine Lampe hat. Die Chance, dass da dann irgendwas liegt, worüber man fliegt, doch eher gering. Zumal man noch so einen kleinen Hell-Dunkel-Kontrast, gerade die helle Straße gegen den sonst dunklen Waldboden, das sieht man ganz gut. Ich spreche auch da leider aus Erfahrung. Da kann man zur Not sogar noch mit dem Fahrrad durchfahren. Böse, böse Zeit als Student, böse. Der Fahrradlicht war so Klicklichter, die man anschließen musste, die hatte ich gerne mal vergessen. Oder der Akku war leer oder sonst irgendwas. Und dann musste man halt durch den dunklen Wald nach Hause fahren. Nicht gut, aber ich habe es überlebt. Ja? Aber wenn du halt wirklich super fit bist, dann kannst du fast allen Gefahren schlicht und ergreifend davonlaufen. Und das ist natürlich nicht gerecht und das ist selbstverständlich unfair. Und wir werden ja alle nicht unbedingt fitter mit dem Alter und so weiter. Aber ja, also es ist halt eben die Natur. Also der alte Hirsch rennt auch nicht mehr so schnell vom Wolf weg wie der Junge. Und solche Sachen. Also das ist halt ein normaler Prozess eben in der Natur und gerade in Notsituationen in der Natur wird einem ganz schnell klar, dass die Natur nicht unbedingt immer besonders nett zu einem ist. Ja? Ganz, das ist also schon wichtig und das mag einem nicht gefallen, aber eine gewisse Grundgesundheit und dann zur Not halt eben auch ein gewisses Maß an Sport, ein gewisses Maß an Bewegung, um einen gewissen Gesundheitszustand bzw. Fitnesszustand aufrechtzuerhalten, wäre schon hilfreich. Wäre wirklich, wirklich hilfreich. Und im Zweifel, finde ich, ist das so ziemlich das Wichtigste, was man halt haben muss. Eine letzte Sache hätte ich noch, die ich noch kurz erwähnen möchte, die bei mir nicht drin ist, weil ich einfach nicht wusste, wo ich sie hinpacken soll. Vielleicht sagt mir das mal einer. Erste Hilfe. Ja, ist denn das wichtig oder ist das nicht wichtig? Beziehungsweise wie viel Erste Hilfe sollte man können? Dass man sich ein Pflaster aufkleben kann, das setze ich jetzt mal voraus. Also das ist derart simpel, das setze ich voraus. Aber jetzt kann man sich wunderbar kloppen. Muss man einen Druckverband anlegen können? Muss man ein Tourniquet anlegen können? Muss man umfassende Kenntnis von lebensbedrohlichen Blutungen stillen und so weiter und so fort haben? Sind das wichtige Survival-Fähigkeiten? Ist halt die Frage, braucht man das für sich selbst oder braucht man das für wen anders? Wenn jemand anders dabei ist, dann sollte man das mit Sicherheit können. Bei sich selber, wenn man eine lebensbedrohliche Blutung hat, wird man im Regelfall, wenn man jetzt nicht gerade wirklich entsprechend Verbandpäckchen in der Hosentasche hat, könnte schwierig werden, das noch rechtzeitig auf die Reihe zu kriegen, wenn man alleine unterwegs ist. Und aufgrund dessen finde ich es einfach immer wichtiger, dass man einfach vorsichtig ist und sich nicht verletzt in solchen Situationen, als dass man dann versucht irgendwie, und das habe ich auch früher mal irgendwann mal irgendwo anders gesagt, aber tatsächlich wäre es dann vielleicht doch gar nicht so wichtig, eine riesen Apotheke mit sich herumzuschleifen und einfach besser aufzupassen, dass man die nicht braucht, weil wenn was Ernsthaftes ist, dann hilft einem, wenn man alleine ist, eine riesen Apotheke im Zweifel auch nicht, weil man nicht mehr in der Lage ist, die dann auch anzuwenden. Und aufgrund dieser Überlegung, dass wahrscheinlich könnte man es eh nicht anwenden, zumindest zum Alleine-Sein, erste Hilfe eine Fähigkeit, ist die, ja, beim Alleine-Sein einem nicht wirklich hilft. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber da bin ich sehr hin und her gerissen, auch mit mir selbst und kann mich mit mir selbst auf nichts einigen. Und wer da was Erhellendes zu beitragen möchte, würde ich mich sehr freuen und bin für jeden Kommentar in jeder Fall, sowieso in jedem Fall, dankbar, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mitzuquatschen und eure Meinung dazu kundzutun. Ja? Wir haben alle nur eine Meinung. Ich habe auch keine andere Meinung oder keine bessere Meinung als ihr. Das ist ein ganz individuelles Thema und drum hoffe ich auf den einen oder anderen spannenden Einfall von euch. Ne? Also ich bedanke mich. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder ein recherchierteres Thema. Das jetzt einfach mal so als zum Rumphilosophieren, weil ich Bock drauf hatte. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.